Bringt Dann das weniger verloren nun. demnächst. Ja, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. So, was? Das bringt das mit Runen beschriftete Halsband zu dem Elben in der Nähe von Waldhof. Fick dich ins Knie. Scheiße, okay, das war wirklich eine und dieselbe Quest. Warte mal, kann man von hier aus? Nee, ich glaube, hier gibt's keine Pferde. Von hier aus. Nee, das sind die Handelsgehen, okay. 200 Puls, ey, ehrlich, 200 Puls. Ey, komm, wir Gott, können da. gäbe es keine Ohrfeigen in dem Spiel, würde ich nicht zocken, ey, ohne Scheiß. Das ist das Einzige, was mir so gut blick macht bei dem Game. Eieiei. Na doch, du wusstest ja nicht, dass es sowas gibt wie Ohrfeigen. Also. Nee, nee, das wusste ich vorher nicht, das stimmt. Also, hast. Oh Also, Mann. ne? Und so. Ja. Ich hab die ja Oh, vorher ganz schon neue Gegend genötigt. kenne ich ja gar nicht. Mensch, das sieht ja schön aus. Mann, 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 Mann. Ey, komm, dafür sind wir bei dem einen Witz wieder fast auf einer Höhe. Ja. Jetzt komme ich rüber. Ja, ist halt mal ein bisschen anstrengender. Ich Bisschen meine, höher springen. wir sind ja bald im Bockland und im Breeland und so. Das dauert ja nicht mehr so lange. Oh Mann. Da. Besiegt Lauf. Was? Wie heißt das Ding? Laufüt? Laufut? Laufu? Keine Ahnung. Musst du auf jeden Fall auch machen, Ja, ne? muss ich auch machen. Ja, dann lass uns das Ding jetzt mal besiegen. Da sind wir wenigstens auf einer Wellenlänge jetzt. Ja. Wieder. Die Was haben wir denn anderen jetzt? Quests haben zum Laufen? Glück nicht so ein großes Hin- und Hergelaufe, die du da machen musst. Die habe ich auch noch besser in Erinnerung als das hier. Oh Ah Scheiße, ich habe die Spitzmaus angegriffen. was hat sie dir denn bitte getan, ne? Das Toll. war aus Versehen. Ich wollte sie nicht angreifen. Das war doch keine böse Ja. Absicht. Nein. Wer würde denn dir sowas unterstellen? Ich? Du. Ja, sag ich doch, du. Exakt. So, wenn wir den komischen Laugfit haben, muss ich aber einmal kurz mal aufs Klo. Das sei dir gestattet. Ich hätte so oder so gemacht, also. Okay, Ob du mir das gestattet hättest oder nicht. Also bei der einen Quest nährst du dich auch langsam. Da ist, glaube ich, nur noch eine Aufgabe dazwischen. Achso. Dann sind wir bei der einen anderen Questreihe auch wieder gleich auf, meine ich. Das ist ja Wunderbärchen. Also du arbeitest dich vor. Ja, Ja, die so sind anderen wir auch schlecht. Questreihen habe ich nicht mehr, weil die schon beendet sind. Die Boah, wie gut. lassen sich aber direkt nebenher erledigen. Da ich in die Ecken, wo die Quests sind, sowieso hin muss. Das kriegen wir schon hin. Wegen Kuchen und so. Ah. Ja, Bäh. ich gehe mal von aus, dass entweder müssen wir das nacheinander machen oder wir erledigen das wieder füreinander selber. Also, dass wenn ich den Kuchen habe, dass ich das für dich miterledige quasi. Oder So wir lassen es wie. ganz einfach, wie das damit. Nein. Ich will Nein! meine Punkte haben. Ich möchte es nicht. Was muss ich eigentlich noch? Gut, Bilwisse muss ich noch töten.
Das Leben eines Grenzers. 72 von 75 Aufgaben nur noch. Postschnelldienst, Kuchen. Und dann sind da noch irgendwelche komischen Sachen, wo ich noch gucken muss, wie man die erledigt. Ja. Oh, guck mal, das Kolosseum, ne? Klein. Da ist er. Wer? Laufurt. Laufurt. Ach, Laufurt. Furt. Er ist tot. Toll. Aber seine Kompagnons noch nicht. So, dann gehen wir einmal ganz kurz zu Linda Burger zurück. Und dann darfst du aufs Klo. Ja. Dann sind wir zumindest in einem sicheren Gefilde. Ah, das greift mich. Ach du kleiner Pisser. Ich greif dir nicht an. Weg. Du doch nicht. Ich greif dir auch was an. Komm, die mögen uns nicht besonders. Naja, glaube ich auch. Ich weiß gar nicht, was wir denen getan haben. Ich meine, wir haben sie nur wegen der Bezwingertat abgeschlachtet, aber ich weiß gar nicht, was wir denen getan haben. Ich verstehe auch nicht, warum die so schlecht drauf sind. Wahrscheinlich haben sie einfach ihre Tage. Das sind alles weibliche Wölfe. Das hast du jetzt gesagt. Da halte ich mich jetzt ganz gepflegt raus. So ist doch wahr. Ja, weiß ich ja nicht. Ja, aber ich? Spreche aus Erfahrung. Ja. Ist ja auch ein weiblicher Wolf. Na, Wolf würde ich jetzt mal nicht sagen, aber... Das stimmt eigentlich auch nicht. Wir haben einen Wolf. Eher so ein quasi. Du bist eher so ein Wölfchen. Mm. Okay. Chen. So. Mhm. Oh, achso, ich hast du wieder irgendwie Einwände. Meine Güte, was wollt ihr? Was wollt ihr? Wir wollen nicht das, was du hast, weil das alles scheiße ist. So, du darfst jetzt gerne einmal aufs Klo gehen. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, jetzt kann ich aber mal ganz kurz meine Quest hier ordnen. Dem Ownert habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel. Das mit der Unterkunft. Aufträge in ganz Mittelerde. Gut, das dauert dann ja wohl noch. Das dort auch noch. Das ist auch alles in Bre. Das ist auch in Bre. Das ist auch Bre. Das ist auch Bre. Wir haben eigentlich nur Sachen, die für Bre wichtig sind. Ja. Okay. Schade. Müssen wir gleich mal gucken. Wo muss ich denn noch hin? Das ist Bingos. Achso, bezwingert hat, kann ich einmal noch mal nachgucken. Das kann ich einmal zur Übersicht hinzufügen. Das erledigt sich, glaube ich, von selbst. So, was war das denn jetzt? Leben eines Grenzers. Bezwinger kriegen wir auch. Post. Auenland Braumeister. Das haben wir noch gar nicht. Jetzt muss ich einmal ganz kurz nachgucken, wie man da nochmal rankam. Hatte da nämlich eine sehr interessante Seite gefunden. Der man das nämlich nachgucken konnte. Was man wie wo machen kann. Ganze Sehenswürdigkeiten. Auenland Braumeisterin. Ende des Friedens. Da. 5 Wirte in ausgesuchten Gasthäusern des Auenlands.
Okay. Also dann einfach den Würden helfen. Okay. Lasse ich jetzt erstmal offen. Das Michelbinge, Wasser auf, Froschmorstetten, Stock und Dachsbauten. Dachs, doch, oder? Glaube ich. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber dann machen wir erstmal das hier mit zur Übersicht. Dann passt das. Gut. Diese minimale Erschalt gerade. Und die normalen Aufträge haben wir noch. So, das hier einmal alles weg. Brauchen wir nicht mehr. Hier noch einmal reingucken. Ich meine, die Dreckhaufen haben wir jetzt vollständig. So, hier einmal noch das. Dann. Nee, nicht das, sondern. Aufträge. Wir brauchen nur noch schmutzige Flügel. Da haben wir auch die Aufträge fertig. Gut. Jetzt heißt es nur noch warten. 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 Die Tage vergehen hier echt relativ langsam. So, und jetzt versucht man mal hier ein Sternbild rauszudecken. Ich glaube, da kannst du ewig suchen. Hier ist der Mond. Ich glaube, das ist eins. Mehr würde ich da jetzt auch nicht raus erkennen. Ich will auf die Mauer jetzt. Dann gerade so, als wenn meine Maus wieder aufgetaucht So. wäre. Ah, bist du zurück? Sehr schön. Jo. Ich habe eben mal so ein bisschen meine Quest sortiert. Ich weiß jetzt auch, Okay. welche Questreihe uns noch fehlt. Wir müssen noch fünf oder sechs Gastwirten helfen. Ich glaube, fünf waren es. Okay. Für eine der Bezwingertaten. Eine Bezwingertat für eine Bezwingertat. Also eine, Klingt ne? Buch sinnvoll. der Taten-Quest-Dingens quasi, ne? Und so. So, was hast du hier noch Ja. für eine Questreihe? Von Gondamund nach Bray. Ja, das kannst du erstmal ausloggen. Das brauchen wir erstmal noch nicht. Alles, was mit Breland zu tun hat, brauchen wir erstmal noch nicht. Dann der letzte Feuerwerkskörper. Ja, Das. die Boffinsuppe und Schicksal des schwarzen Reiters. Ja, dann müssen wir mal das mit dem schwarzen Reiter kurz beenden. Ja. Da weiß ich aber nicht, wie, weil das musst du mir sagen. Ich weiß nicht, wo du hin musst Ja. dafür. Ja, warte, noch mal ganz kurz. Ich bin sofort wieder da. Moment. Ein sehr lustiges Geräusch. Hui. Hui. Also ich würde mir ja Gedanken machen, wenn ein Elb plötzlich auf dem Dach stehen würde. Wir hätten mir zwischendurch auf jeden Fall noch was zu essen machen müssen.
Ich habe vorher nur so 2-3 Stückchen Pizza gegessen. Nee, war jetzt nicht besonders viel. Ich glaube, heute Morgen um 8, glaube ich, ein Brötchen. Was auch nicht so sonderlich viel ist. Aber lieber esse ich weniger als irgendeine blöde Pizza zu machen, die eh nichts bringt. So. Und wir warten immer noch. So. Wieder. So. Bist du wieder voll dabei? Ew. Mein Sohn. Also, wo musst du hin bezüglich des Reiters? Guck auf deinen Dingens. Karte und Lok und Dingens und. Ne? Ja, es wird ja nicht angezeigt, das ist ja das Problem. Man sieht zwar Ringe auf der Karte, aber. Was musst du denn nochmal genau machen? Lass mal vor. Spreche mit Fogo Fallpaut. So, und wo ist nochmal der Ring auf der Karte dafür? Das weiß ich ja nicht. Hier ist ein Ring, aber das ist wahrscheinlich dieser komische Boffin. Okay. Kann man das nicht irgendwie markieren? Ja, doch, du musst dafür. Hast du es in deiner Questliste rechts? Ja. So, dann geh mal. So, warte. Wie heißt die Quest nochmal? Schwarzer Reiter. Ne? Genau, ich kann da theoretisch hinreisen. Dann, das ist irgendwie so ein Symbol. Ja, ja, du hast dafür aber keine Silbertaler, meine ich. So, dann drück mal so. M. Und dann hast du unten ja links dieses Quest-Dingens, wo ja 5 Dinger markiert sind. Dann müsste da irgendwo mit Schwarzer Reiter stehen. Ah. Da gehst du einmal drauf und dann müsste dein Ring anfangen zu leuchten. So aufzublinken. Hoch, runter. Bist du dann. Ja, warte. Und da siehst du dann, wo du dann hin musst. Ach so, nee, da. Ist manchmal leider ein bisschen mit Suchen verbunden, weil hier ja ein neues Kartendesign unbedingt her musste. Das alte hat eigentlich vollkommen gereicht. Wo sind wir denn jetzt? Da, ja, da muss ich, hier hin. Ja, wo auch immer hier ist. Huch, wo bist du hin? Da bist du hin. Folg mir. Ja, ich komme aus meiner eigenen Karte raus und bin plötzlich weg. Das ist wirklich. Achso, wirklich. Globlich hier. Machen wir gleich noch ein bisschen Widget? Vielleicht. Was ist das denn für eine Aussage? Dass wir vielleicht dann noch Widget machen können. Wobei ich erstmal versuchen möchte, dich erstmal noch so weiter hier zu bringen, damit wir auf einem Level sind. Das eine, wo ich danach mit dir hin möchte, das dauert nicht so lange. Ist nur eine sehr achtbeinige Angelegenheit. Ah. Also Spinnchen. Mhm. Unter anderem. Weil ich möchte das zumindest so machen, dass wir. Huch, da hinten bist du. Ich möchte das zumindest so machen, dass wir dann beim nächsten Mal die letzten Sachen hier machen und dann Richtung Bre abhauen. Also Richtung Breland. Okay. Ach, da ist ja der alte. Nee, ne? Da würde ich dich heute gern weiter drauf vorbereiten. Die Quests ein bisschen nachholen. Ah gut, dann kann ich hier einmal mit dem einen Wirt reden. Oder wir einmal mit dem einen Wirt reden. Ist der alte Fallpaut hier drin oder was? Weiß ich nicht. Jo. Stimmt. Was darf ich an diesem wundervollen Tag für euch tun? Ist ja schön. Aber. Ach, da müssen wir dann vielleicht erst mit dem einen Wirt reden und dann uns von Wirt zu Wirt vorarbeiten. Ist das so? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, ich kann es mir selber nicht sagen. Ich könnte jetzt wieder raustappen und nachlesen, aber ich weiß, ich will es gerade nicht. Weil ansonsten müssten wir wahrscheinlich im Michelbinge starten. Hoppla. Das ist der falsche Ausgang. Das habe ich gemerkt. Das ist gut. Ja. Wo ist denn dieser Idiot? Spricht mit bla 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 bla.
Aber wir können hier einmal ganz kurz mit Bingo reden. Wo wir gerade mal hier sind. Machen. Ist ja hier unten direkt, meine ich. Der olle Buffin. Dann müssen wir den nämlich hier erstmal nicht mehr tragen. Ja, hier nicht. Dann erst wieder, wenn wir ins andere Kartengebiet, also nach da hinten, die andere Seite des Flusses gehen. Hallo, Bingo. Lasst uns die Brücke überqueren und meiner Base Priska einen Besuch abstatten. Es ist gar nicht so lange her, dass ich hier ganz in der Nähe das Schwimmen gelernt habe. Wisst ihr noch? Gleich dort drüben. Bingo ist einen Augenblick lang in Gedanken versunken. Danke, dass ihr nicht allen gesagt habt, dass ich gar nicht richtig geschwommen bin. Das war ein netter Zug von euch, den ich nicht vergessen werde. Trotzdem wird es ein feines Abenteuer werden, auch wenn wir über die Brücke und nur an Land gehen. Lasst uns die Brücke überqueren und meine Base Priska einen Besuch in ihrem neuen Haus in Neuburg abstatten. Oh Gott, jetzt lese ich mir aber eins recht. Wenn ich mich recht entsinne, liegt ihr Haus direkt hinter der Brücke und dem Bocklandtor, das erste auf der linken Seite. Okay. Aber da gehen wir jetzt nicht hin. Ich wollte nur erstmal das Ding hier anhaken. Nicht richtig geschwommen. Er ist geschwommen wie ein junger Gott. Naja. Wenn man der war das? Oh Gott. Ja, der war das. Hätte ich ihn damals schon mal saufen sollen. So, dann kann ich einmal die Dinger hier anklicken. So, wo musst du jetzt hin mit deinem schwarzen Reiterding? Nee, ich gucke gerade. Genau. Mann, oh Mann, das ist auch eine Lauferei. Ja. Daraus besteht das Spiel. Laufen. Ja, ich merke das schon. Was? Ja, es gab kurz Internet-Ding, ja. Ich konnte mich. Huch! Warum bist du so schnell? Ich auch nicht. Ich konnte mich ganz kurz nicht bewegen. Nee, auf Wölfe habe ich jetzt gerade keinen Bock. Nee. Sind wir noch richtig? Bin ich noch richtig? Sind wir. Jo. Ja. Weiß man ja alles nicht, man muss ja gucken. Guckst du. Ach ja, bald verlassen wir das Auenland. Ich kann es kaum erwarten. Echt? Was denn? Oh, ich werde so ein bisschen nostalgisch. Ja, dann muss der Typ ja jetzt irgendwo hier sein. Der da hinten? Genau der. Ja, habe ich es doch richtig in Erinnerung. Hallo, als Maul. Hallo. Ach, halt die Klappe. Hallo. Auf was warten wir? Warte kurz. Im WhatsApp. Achso. Ja, ich wollte nur mal fragen, deswegen. Ich sehe dich. Du kannst dich nicht verstecken. Im Nichts. Was laberst du denn da schon wieder? Er hat doch immer Zitate. Huch, scheiße. So. Meine Kamera ist runtergefallen, aber ich selber... Hä? Okay. So, wo ist dieser komische... Oh Gott. Das ist in Buckelstadt. Buckelstadt. Ach, da hinten. Oh, nee. Ja, da müssen wir ja eh irgendwann wieder hin.
Ja, irgendwann, aber doch nicht jetzt. Ja, dann warte, dann lass mich hier einmal ganz kurz meine eine Quest machen. Ich habe ja auch noch eine. Dann habe ich die nämlich auch mal fertig. Oh Mann. Gut, dann gehen wir auf jeden Fall in Buckelstadt. Dann kann ich in Michelbinge einmal nachgucken, ob ich da die eine Quest kriege. Dann können wir nochmal nach Lützelbinge gucken. Bin ich hier noch richtig? Nee, ich bin dran vorbei. Aber, hä? Hier ist doch nichts. Hm. So, das habe ich manchmal auch mit den Quests. Da denke ich mir auch so, what? Okay, was soll jetzt? Sucht nördlich von Wilma Bulgers Haus. Aha. Was soll jetzt hier sein? Bin ich jetzt irgendwie... Nicht Hugel? Wer kam aus der Gegend? Teckenpforte. Beten, die Richtung zu gehen. Gekommen sein muss. Ein Dachs! Was? Ein Dachs greift uns an. So, also irgendwas hier bei der Pforte. Frage ist halt jetzt nur was. Da muss ich da einmal hoch. Wart doch mal. Lauf doch nicht direkt. Na, was denn? Ich muss doch erstmal gucken. Nicht, dass du hier mir hinterherläufst und. Und? Wir völlig falsch sind. Und was? So wie es ja auch. Stehe, oder? Wie es ja jetzt auch ist. Boah, jetzt haut die wieder ab. Ja, aber es ist. Es ist halt schuld, wenn du mir hinterher rennst. Ja, hier, ganz ehrlich, hier ist. Doch da! Hier ist was. Ist nichts. Ja, für dich ist da nichts. Für mich ist da was. Ist ja gut. Die Quest wirst du bestimmt auch noch kriegen. Nö, glaube ich nicht. Doch, weil das eine Quest ist, die wofür du, glaube ich, auch schon nachfolgende Quests hast. Scheiße, ich hing fest. Wow. Ja. Vorangegangene Quest. Seid gegrüßt. Bleibt doch und nehmt etwas Finde Tee. Finde Tagebuchseiten. Ich könnte ihn auch ansprechen, aber ich will nicht. Tu's. Na gut. Eine geheimnisvolle Gefahr. Sucht nördlich von Wilma Bulgers Haus. Ach, das ist das, was du eben, was ich eben gemacht habe. Jetzt siehst du da nämlich auch was. Siehst du ja gar nicht so weit weg. Da können wir nach den Seiten nämlich zusammen suchen. Ist so gut, dass du es gemacht hast. Sind wir auch da schon mal gleich auf. Tu nicht so, als wenn du Höhlenquallen leihen würdest. Tu ich doch grad. Sag mal, wo bist du denn schon wieder? Ich folge dich. Sag mal, kannst du mal an Ort und Stelle bleiben? Was machst du? Was? So, da bist du. Okay. So. Hast du? Ja. Okay, gut, dann machen wir das jetzt auf jeden Fall noch mal kurz mit den Spinnen. Und ich hoffe, dass wir von da aus schnell reisen können. Na gut, von Dachsbauten können wir auf jeden Fall schnell reisen.
Ja, und dann geht noch ein bisschen Widget. Und dann. Ja, von, also dann von Dachsbauten auf jeden Fall nach Michelbinge, würde ich sagen. Weiß es nicht. Dann noch Hobbingen. Ich glaube Hobbingen, dann kann ich da nämlich noch die Aufträge abgeben. Und du kannst in Dachsbauten auch einige Quests annehmen. Ja, ich freue mich. Ja, desto schneller sind wir hier durch. Wollen auch auf einer Linie sein mit der Quest wieder. Ja, wir halt nur noch dann annehmen, die Quests. Ja, nur annehmen. Die Quests selber dauern ja. Das ist dann ja wieder Geschnitzel. Next time. Was Geschnitzel? Schnitzel. Außer das mit dem Spinnen, das machen wir schnell, weil, ne, Spinnen und so. Ich will es hinter mir haben. Ja. Ich will das nicht noch. Oh Gott, ich bin froh, wenn ich aus dieser Höhle wieder raus bin, wo wir da gleich rein müssen. Das wird furchtbar. Das wird echt furchtbar. Warte, ich fress mal kurz was. Würde ich auch gerne. So. Mal im Spiel. Ja, ich in echt. Ich hab ja noch Pizza und Wrap. Wrap. Papa, hier kann ich glaube ich irgendwas abgeben. Hm? Papa, abgeben. Also, Priska Unterberg. Dürfte ich kurz mit euch annehmen sprechen? Ist das. Okay, annehmen. Ich weiß nicht, ob du bei ihr auch was annehmen kannst. Ja, ich kann was annehmen. Dann einmal annehmen. Ja. Hab ich doch. Sehr schön. Du musst jetzt gucken, wo hier irgendwelche grauen, eingegrauten Kreise über den Leuten ist. Und ich glaube, die hier hat eine Quest. Glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht. Die hier, hallo. Wo willst du eigentlich hin? Was denn? Da, wo es leuchtet. Jetzt komm doch erstmal hier hin. Hat die hier einen Ring über dem Kopf? Oder irgend so ein. Nein, hat sie bei mir nicht. Okay. Hätte ja sein können. Ich wollte es ja nur wissen. Er hat einen leuchtenden Ring. Die werden mir auch alle verkannt. Sie hat einen grauen. Stimmt, bei mir. Das ist das mit dem Kuchen. Nicht. Nein. Das muss ich dann ja wahrscheinlich erledigen. Also such hier einfach mal nach Leuten, die einen grauen Ring haben. Grau oder leuchtend. Was nicht mit Briefträger oder Kuchen zu tun hat. Leuchtend haben hier fast alle. Dann nimm an, außer den Briefträger und die Dingens hier. Und in der Krämer. Das Schicksal von Prunella. Ah, das habe ich auch. Okay, nehmen wir das mal an. Der nächste wäre dann hier. Jetzt sind wir auf jeden Fall bisher alle Quests, die ich habe, hast du mittlerweile auch. Ach, hier kann ich was beenden. Okay, was denn? Keine Ahnung, wenn mich was beendet. Du hast hier noch einen. Ah ja, das wird das mit den Spinnen sein, okay. Denke ich. Die Arbeiter im Schweinbruch, bla bla bla, Spinnen. Mhm. Ja, okay. Ja gut, dann lass uns das eben machen. Das ist ja eine Spinnenquest. So, einmal komplett rausscrollen. Oh Gott, ich sehe sie schon. Ah! Das ist grauenvoll. Ich hasse Spinnen. Und jetzt Krabbel und Geknister und. Ich mag keine Spinnen. Wenn ich den Schmetterling folge, müssen sie nur Spinnen sein. Weißt du. Gegen Insekten habe ich nichts. Also Gottesanbeterin oder Hornkäfer oder was weiß ich. Können es alle sein, aber müssen es in jedem blöden Mistspiel Spinnen sein? Ich denke mal, das wird bewusst so gemacht, weil sie kein Schwein mag. Na, es gibt ja Leute, die Spinnen mögen. Es gibt auch Leute, die Spinnen als Haustiere halten. Und ich finde die Leute immer noch für verrückt, die das tun. Ich könnte so also eine fette Tarantel oder. Oh, und die dann auch noch Haare drauf hat. Boah.
war damals mit meinem besten Freund auf dem Geburtstag bei einem Kumpel von ihm, den kannte ich davor allerdings nicht. Der hatte eine Vogelspinne auch als Haustier. Und, ja, und ich halt auch Spinne. Und dann meinte er so, wolltest du die mal sehen von nahen? Soll ich die mal rausholen? So, wenn du die raus... Trittest du dir aus der Hand und latscht drauf. Oh, oh, hast du Angst vor Spinnen? Ist so, ja. Nee, er hat auch wirklich, er hat das Terrarium dann umgestellt in ein anderes Zimmer. Also das hat er gemacht. Boah, nee. Das heißt, es ist ja keine Angst, es ist Ekel. Bei mir ist es Angst und Ekel. Weil ich meine, ich weiß, das Ding kann mir nichts tun. Ich tritt drauf und es wäre platt, aber. Oh, das wird. Nee. Letztes Jahr. In meiner alten Wohnung noch. Ich und eine Freundin saßen auf dem Balkon und auf ihrem Stuhl so ein richtig fette Spinnenviech, also wirklich richtig fett, und saß halt direkt auf dem Polster. Das Polster genommen, dann runtergewedelt, dass die Spinne halt runterfällt, und ganz unten war halt so eine Gießkanne. Und die Spinne, natürlich, logisch, ist halt nicht direkt runtergefallen, hat sich erst noch mit so einem Faden da festgehalten. Und dann habe ich aber irgendwann so durchgewackelt, dass sie halt runtergefallen ist. Und du hast die Spinne unten aufplumpsen hören. Du hast gehört, wie die auf diese Gießkanne gefallen ist. So richtig plopp. Okay. Ich habe geschrien. Ich habe einfach nur noch geschrien. So, wir müssen da rein in die Höhle. So. Ich weiß nicht, wie viele Spinnen du noch brauchst. Es sind drei Arten, die du brauchst. Ich brauche noch vier Grünfeldbaumweber und zwei Königinnen. Die Königinnen findest du bei manche drin. Aber ich bleibe aus Respekt, bleibe ich einfach mal hier stehen, weil ich habe mich beim letzten Mal schon abgemüht. Es war beim letzten Mal schon zu viel für mich. Ja, das hast du schon alle? Wie das denn? Weil ich die beim letzten Mal gemacht habe. Ich so, ja, ich brauche noch diese Baumweber. Dich brauche ich. Wie gesagt, ich bleibe jetzt hier einfach aus Respekt. Bleib ich hier verstehen. Ich krieg's wieder dann voll. Beim letzten Mal hatte ich ein bisschen Sektintus. Also nicht viel, aber ich hatte, ne? So, dass sich der Angst und der Ekel so ein bisschen gelegt hat. Ah, hier ist eine Königin. Dann komm her, du Mistvieh. Es kann sein, dass draußen auch noch eine ist, aber das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit. Also du musst leider da jetzt alleine durch. Ja, alles gut. Ich kriege da nicht nochmal zwei Pferde rein. Nicht mehr, wenn ein Diadem, der ganz tief drin feststecken würde. Was ich toll finden würde. Will ich hier wieder was? Nein! Nee. Ich brauche noch eine Königin. Hallo? Ja. Ja. Mach. Es kann sein, dass sie draußen ist. Es kann sein, dass da entweder weiter tief drin noch eine ist oder. Okay, ich guck mal nach. Oder draußen hatte ich beim letzten Mal Glück, dass eine ist. Wenn du keine. Ja, eine habe ich ja. Ich brauche eine. Wenn du noch eine findest, dann. Ich weiß nicht, wie groß die Höhle ist. Eigentlich spawnen die auch irgendwann, aber. Ich auch nicht, das ist ja das Lustige an der Sache. Okay, hier liegt eine Tote. Ich wüsste ja gerne, ob es hier auch diese Riesenspinnen gibt, also Kankraunze gibt. Oder im. Keine Ahnung. Ja, die Frage richtet sich jetzt gerade an den Chat. Ich habe sogar mit diesen Geräuschen zu kämpfen, ne? Ich habe echt mit den Geräuschen zu kämpfen. Ich gehe mal in die Richtung. Also in sämtlichen Spielen sind diese scheiß Viecher drin. Ey, geht's hier nicht weiter? Ja, das war eine Frage. Ja, aber ob es halt auch diese, ja, wie nenne ich es, Boss-Spinnen gibt, also halt wie Kankra. Also, dass es noch mehr Spinnen gibt, weiß ich, aber halt diese, ich könnte mir ja vorstellen, dass es im Düsterwald oder sowas da ja noch irgendwas lauert, was dann halt wirklich so als Boss-Gegner
Geld könnte. So ein kleiner, so, ne? So stärkere Gegner, ne, ich sag mal, ich glaube, Bossgegner sind das nicht direkt. Ja, ja, große Spinnen. Also wirklich große Spinnen. Nicht diese hier, sondern noch größer. Ah, hier ist eine Königin, sehr schön. Ja, was heißt schön nicht, aber. Dann sind sowas nochmal. Oh Gott, sei Dank. Okay, dann ist gut. Uah! Scheiße! Ich hasse euch! Was schlimm ist es auch, wenn sie sich von oben, also wenn man ganz normal läuft und sie sich plötzlich so von oben runter. Nee! Das ist so alles. Da krieg okay, ich. Okay, ich hab's. Oh ja, bitte, ich will hier raus. Ich will hier weg. Ja, können wir doch. Beißen das tatsächlich. Ich hasse Spinnen. In Skyrim sind die auch ekelhaft. Ich kann es nur immer wieder sagen. Einfach nur ekelhaft. Oder in dem Herr der Ringe-Spiel Krieg im Norden. Da sind auch Riesenspinnen drin. Auch als Bossgegner und Alter. Krieg im Norden. Ja, habe ich ja Let's Played. Ich glaube letztes Jahr. Und Alter, ich habe mit Augen zugekämpft. Ich hatte nur noch den Controller in der Hand und habe dann nur noch, ich habe nur noch so gekämpft. Wirklich mit Augen zu, es ging nicht. Das Viech war einfach nur ekelhaft. Ich weiß nicht, wie ich das erledigt habe, aber ich habe es irgendwie erledigt. Weißt du, wenn die Spinnen dann auch noch einen anspringen. Boah. Widerlich. Der große Fluss gibt's Riesenspinnen, okay. Die erste große Spinne sind Angmar. Jo. Wird man aber nicht durch Zufall. Okay. Gut. Solange ich damit noch ein bisschen Zeit habe, ist alles gut. Boah. Braucht da seelische Vorbereitung. Okay. Level 6. Oh ja, da bist dahin. Spinnenphobie. Ja. Ganz gewaltig. Ganz gewaltig. Oh, hier ist noch ein bisschen Widget. Ja, warte. Nein. Wir müssen doch erstmal noch nach Dax bauen, was, damit nein? Wir schnell reisen können. Oh. Hat die doch erklärt den Plan. Hast du mir nicht zugehört? Oder denkst du, ich höre dir immer zu, wenn du da vor dich hin sabbelst, ey, blablabla in der Natur. Oh. Vibe. Ehrlich. Vibe. Wirklich. Sag mal. Moro wieder gefallen, eine Pamete echt. Oh. Na, bis Moro haben wir ja noch ein paar Stunden. Und du wolltest nach Moro, hä? Natürlich, immer noch. Vergiss es. Wir machen einen Bogen um Moro rum. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Was? Einmal auf Deutsch spielen? Was? Keine Ahnung. Im Monsterspiel kannst du auch selber eine Spinne spielen. Echt? Gut, weiß ich, was ich nicht mache. Hat hier irgendjemand eine Quest für dich? Irgendjemand? Ja, Ette. Okay, dann nimm mal Ette an hier. Hab ich. Darf gut. Ich ihn umbringen? Nein. Hallo. Die Spinnen, die jetzt darfst du umbringen. Haben wir doch schon. Ja, das werden ja nicht die letzten Spinnen sein. Wie ich ja hier gerade feststellen darf. Es gibt ja noch mehr Spinnen. Ja, aber ist auch nett, dass du darauf hingewiesen wurdest. Dann weißt du wenigstens, was dich erwartet. Ja, also, was uns erwartet. Also dich. Also, hat der hier auch eine Quest für dich? Irgendjemand? Ja, der hat auch eine Quest. Der Ponto, Halsbär. Das ist gut. Ich musste mir auch so ein bisschen. Weil mir wird das nicht mehr angezeigt. Das habe ich ja schon. Ach, der heißt gar nicht. Spinnen gibt es überall. Ja, leider. Behinderter Nachname. So, warte. Ich brauch den Pferdefuzzi. Den. Achso, ja, Pferdefuzzi. Wir vielleicht auch mal ansprechen. Den hier. Hallo! Weil. Okay, wir können nur nach Hobbingen. Ja, dann würden wir einmal schnell nach Hobbingen reisen. Na gut, okay. Ja, komm, wir laufen wenigstens nicht. Heißt ja gut, wart doch mal auf mich. Du, ich kann das Pferd leider währenddessen nicht anhalten. Das geht automatisch. Eine Hupe ist nicht so schnell wie deine Glocke. Das ist ja nicht meine Glocke. Meine Glocke
kann ich ja nicht benutzen, da du ja kein eigenes Pferd hast. Noch nicht. Aber guck mal, jetzt dürfen wir uns das alles ja in Ruhe angucken. Ist das nicht schön? Ja, ich mache einfach die Augen zu. Weißt du, kein Blick für die Schönheit der Natur, ne? Weißt du? Doch, aber nicht, für, aber nicht mehr fürs Auenland. Das hat mir der, Buffin verdorben. Du hattest vorher schon keinen Bock mehr aufs Auenland. Weißt du? Stimmt. Die allererste Stunde im Auenland. Boah, ne, hier habe ich aber keinen Bock mehr drauf. Können wir nicht gleich nach Mordor? Deine Worte. Ja. Eine Stunde im Auenland, ne? Und schon am Rumzetern. Ich will halt Zeit sparen. Zeit sparen, ne? Zeit sparen. Ich sag dir gleich mal Zeit sparen. Boah. Ja, Zeit sparen. Sorry, ja, auch wenn du es wiederholst, dann fühlt es nicht besser. Zeit sparen. Ja, Zeit sparen. Zeit sparen. Du kannst übrigens gleich nochmal gucken, ob in deinem Beutel noch was für die Aufträge sind. Mein Beutel geht dich gar nichts an. Alter. Sag mal. Ja, wer weiß, wie du eine der Spinnen eingepackt hast und sie mir dann nachts ins Bett legst. So lieb habe ich Spinnen dann nun nicht. Ach, nicht? Das solltest du eigentlich auch wissen. Nee. So. Also, ich habe hier einen Auftrag einen abzugeben. Moment. Ich habe hier was noch einen Auftrag abzugeben. So, guck erstmal in deinen Beutel, in dein braunen Beutelchen unten rechts. Jaha. Ja, ist nichts. Nichts, was du gebrauchen kannst, nirgendwo. Nope. Okay, no, dann ist alles gut. Dann bist du vorerst hiervon erlöst. Vorerst. Okay. Dann cool. Dürfen wir jetzt Verstecken spielen. Ja, machen wir noch ein bisschen Verstecken und dann gucke ich mich noch ein bisschen Serie an und da gehe ich ins Bett. Ja, ich weiß noch nicht. Eventuell werde ich dann auch noch Witcher weitermachen. Echt? Ja, klar. Ich, Bist kann... du noch so voller Ellen? Klar, ich kann morgen ja ausschlafen, also. Warum nicht? Ja, meine Emote. Ja, meine Emote-Bombe. Ich brauche unbedingt eigene. So. Aber ich, war bisher mit den Emotes, die ich mir erstellt habe, nicht zufrieden. Leider. Emotes. Muss ich dafür eigentlich jetzt zwangsweise bei Steam Online gehen? Nee, ne? Doch. Das kann ich falsche gehen. Antwort. Na gut, okay. Wann spielt Crashy denn Scribble? Crashy! Sag mal, du. Jetzt bin ich schon ein Ding weiter. Widget. Widget. Ach nee, das heißt ja Widget. Ja, wie gesagt, mal gucken, wann es das nächste Herr der Ringe gibt. Ist wie gesagt ja relativ spontan. Gut. Eventuell Sonntag. Ja, eventuell Sonntag. Gut. Was ist nächste Woche eine gerade oder eine ungerade Woche? Kann ich hier gerade nicht sehen. Ich glaube, nächste Woche ist. Weil ich ja an oder in ungeraden Wochen ja MMOs mache am Montag. Nächste Woche ist ungerade. Einmal so, was das immer so laut ist, ey. Ach. Deswegen musst du mich nicht anschreien. Oh Gott. Einmal Sonntag ist dann ja, wenn auch eher spontan. Ja, yeah, Sonntag ist spontan. Spontan. Weil wie gesagt, ich habe ja angegeben, dass ich montags alle zwei Wochen